So, hallo Freunde, schön, dass ihr da seid. Heute geht's weiter mit der Gasanlage am 5er BMW. Ich habe ja letztens die Injektoren bzw. die Einspritzdüsen gewechselt. Dabei handelte es sich um Nachfolgemodelle der Tatarini Evo 07. Eingebaut habe ich die Evo 08. Und damit die Gasanlage vernünftig wieder läuft, müssen wir jetzt einmal per Software die neuen Einspritzdüsen anlernen. Das werde ich euch zeigen, sobald der Computer einmal hier seine Updates fertig gemacht hat, würde ich sagen, legen wir dann direkt los. Kurz noch zu der Gasanlage. Wie gesagt, es handelt sich hierbei um eine Tatarini Etade G oder so heißt die, glaube ich, im BMW 525i M54 Motor, 6 Zylinder, 2,5 Liter Hubraum. Die Gasanlage lief die ganze Zeit vernünftig, nur irgendwann hat sie dann angefangen zu stottern, hat Fehlzündungen gehabt. Und nach dem Tausch vom Gasfilter war kurzzeitig eine leichte Verbesserung, aber auch nicht dauerhaft. Nach Rücksprache mit ein paar Profis wurde mir dann gesagt, hey, überprüf mal die Einspritzdüsen, diese verkleben gerne. Leider lassen sich diese aber bei der Anlage nicht vernünftig reinigen. Was mich dann dazu gebracht hat, okay, neue Einspritzdüsen zu bestellen. Also zwei Dreier-Stacks in dem Fall, die ja recht preisintensiv auch waren, muss ich sagen. Ja, die habe ich im letzten Video getauscht. Das Video verlinke ich euch natürlich noch einmal, dann könnt ihr euch das gerne nochmal anschauen. Eine Tatarini-Gasanlage ist grundsätzlich gar nicht mal so eine gute Gasanlage, wie ich jetzt mitbekommen habe, da die Einspritzdüsen doch recht häufig auch verkleben oder defekt sind und dann entsprechend die Wartungskosten natürlich sehr, sehr hoch sind. In dem Fall blieb mir nichts anderes übrig. Ich habe das Auto so mit dieser Gasanlage gekauft. Ich könnte natürlich das Frontkit, also im Prinzip alles, was vorne im Motorraum ist, könnte ich erneuern, hätte mich aber deutlich mehr gekostet. Wenn ich jetzt wieder 30.000, 40.000 Kilometer mit den Einspritzdüsen Ruhe habe, wäre das für mich vollkommen in Ordnung und würde in meiner Rechnung auch vollkommen aufgehen. Ich plane nämlich nicht irgendwie noch 100.000, 200.000 mit diesem Fahrzeug zu fahren und dafür jetzt extra neues Frontkit. Macht meiner Meinung nach, also für mich persönlich, nicht wirklich viel Sinn. Sollte ich mir irgendwann ein anderes Auto kaufen, würde ich wahrscheinlich auch dann auf Gas umrüsten. In dem Fall würde ich aber direkt auf eine Prinz-Gasanlage gehen, da die Prinz-Gasanlagen eigentlich einfach deutlich wartungsärmer, deutlich stabiler laufen und verhältnismäßig auch nicht mehr so teuer sind. Zum Selbstumrüsten gibt es Kits, da kann man das Ganze im Prinzip alleine machen und dann entsprechend einfach nur noch abnehmen lassen. Das wäre eventuell dann eine Option für die Zukunft. So, der Computer, ich glaube, der ist jetzt hier noch nicht ganz. 88%, das heißt, wir müssen noch ein bisschen warten. Ich muss jetzt noch ein bisschen was erzählen. Updates werden verarbeitet. Ja, und genau. Ich habe auf dem Rechner die Tatarini Software zum Einstellen drauf, habe ein entsprechendes Diagnosekabel, was irgendwie gute 4 Meter lang ist. Das heißt, der Diagnosestecker befindet sich im Motorraum, haben hier hinten einen USB-Anschluss dran, den stecke ich gleich in den Computer rein und dann können wir die Gasanlage damit auslesen. Die läuft unabhängig vom Motorsteuergerät, das heißt, wir fummeln in dem Fall nicht in der Motorelektronik von BMW rum, sondern wirklich, das läuft separat. Und das Einzige, was so eine Gasanlage macht, ist im Prinzip die Spritzzufuhr abzustellen und dem Steuergerät vorzugaukeln, dass da weiterhin Sprit eingespritzt wird, denke ich. Wenn nicht, wenn ich mich irre, schreibt es in die Kommentare. Aber das ist so mein Verständnis von einer Gasanlage. Muss eigentlich sein, denn wenn wir jetzt die Einspritzung einfach cutten, würde ja das Motorsteuergerät merken, dass da jetzt irgendwas nicht in Ordnung ist und würde ja einen Fehler rauswerfen. Deswegen meine ich, kenne mich nicht so gut aus mit Gasanlagen, aber ich meine, dann müsste das Tatarini-Steuergerät dem Motorsteuergerät vorgaukeln, dass weiterhin etwas eingespritzt wird. So, ich warte jetzt die 2-3 Minuten noch und dann legen wir direkt mal los. Viel gelabert jetzt, deswegen würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So, die Software ist gestartet. Er hat sich mit dem Fahrzeug schon verbunden. Ich habe hier dieses USB-Adapterkabel da reingesetzt. Falls ihr auch so ein Kabel habt und die Software und ihr eventuell das Problem habt, dass die Software
keine Verbindung mit dem USB-Gerät machen kann, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass entweder euer Treiber veraltet ist oder der USB-Treiber nicht auf dem COM-Port 1 liegt. Der muss auf COM 1 liegen, sonst funktioniert die ganze Geschichte nicht. So viel nur kurz dazu. So, das ist im Prinzip das Programm. Wir gehen hier direkt auf Fahrzeugkonfiguration. Also das Einzige, was wir hier machen müssen, ist Fahrzeugkonfiguration und als Info, alles, was gelb hinterlegt ist, darf nur bei ausgeschaltetem Motor erfolgen. So, in dem Fall haben wir ja hier den Gasmengenverteiler, das sind ja die Einspritzdüsen, die sind gelb hinterlegt und die dürfen wir halt, also hier dürfen wir nur was ändern, wenn wir die Zündung ausgeschaltet haben. Jetzt ist es eigentlich ganz einfach, wir wählen jetzt statt den EVO 07 die EVO 08 hier aus. Dieser Befehl ändert die aktuellen Parameter der Einspritzung, sind Sie sich sicher? Ja. So, das Steuergerät bekommt jetzt die Info, hey, jetzt haben wir hier EVO 08 Dinger drin und weiß jetzt bereits schon, wie er jetzt damit weiter verfahren soll. So, EVO 08 ist drin. Mir ist jetzt gerade kurzfristig der PC abgeschmiert. Wir warten jetzt noch mal, bis er wieder neu gestartet ist. Und dann machen wir weiter. Und zwar geht es dann nämlich um die Selbsteinstellung. Im Prinzip sagen wir dem Steuergerät, hey, mach mal eine Grundeinstellung. Und dann führt er uns da durch so ein Menü. Und ja, dann haben wir soweit, dass die Gasanlage wenigstens erstmal läuft. So, es geht weiter. Wir sind jetzt wieder drin. Er verbindet sich jetzt einmal wieder mit dem Steuergerät. Lädt sich die Konfiguration runter. Und jetzt können wir direkt anfangen mit der Selbsteinstellung in dem Fall. Macht der hier mal raus. So, und wir starten das Auto einmal. So, Auto läuft. Wir sehen im Prinzip die Leerlaufdrehzahl, ne, sehen hier einmal Gaseinspritzung, Benzineinspritzung und sehen, dass Benzin natürlich drin ist. Haben hier den Druck, Druckansaugkrümmer, Kraftstoff, Benzin aktuell, Temperatur vom Gas 17 Grad, Temperatur vom Verdampfer liegen wir bei 46 Grad und mit der Einstellung fangen wir einfach mit Enter an. Achso, ja. Und hier sehen wir, Verdampfertemperatur ist unter 60 Grad, deswegen können wir Einstellung Grad noch nicht machen. Deswegen warten wir jetzt, bis wir die 60 Grad erreicht haben. So, wir sind über 60 Grad. Jetzt können wir im Prinzip mit der Einstellung beginnen. Haben jetzt einmal Leerlauf, das heißt, alle Verbraucher ausschalten ohne Last. Ich hatte die Lüftung noch an, jetzt habe ich die Lüftung ausgemacht und können jetzt einmal kurz Enter geben. So, und jetzt machen wir im Leerlauf alle Verbraucher ein, also inklusive Licht, Klimaanlage, Sitzheizung, also alles Mögliche einfach anmachen, Fernlicht und so weiter. Jetzt haben wir eine sehr hohe Last. So, und jetzt hat er umgeschaltet auf Gas. Und in dem Fall stellt er jetzt alles ein. Wir haben gerade ein Klicken gehört von hinten aus dem Tank. Vorne höre ich jetzt das Klicken von den Einspritzdüsen und das Steuergerät stellt sich jetzt im Prinzip von alleine erstmal in die Grundeinstellung. Wir sehen hier die beiden Einspritzzeiten, versucht hier umzuschalten und versucht das so halbwegs vernünftig hinzubekommen.
Also die Evo 08 sind verhältnismäßig sehr laut, muss ich sagen, was das Klicken angeht. Aber es funktioniert. Ich habe jetzt vorhin auch mal gerochen. Alles ist dicht, auch so weit. Da kommt jetzt kein Gas aus den Leitungen oder sowas. Das wäre natürlich super fatal. Das funktioniert jetzt soweit. Er braucht jetzt ein bisschen, wie gesagt, er passt sich im Prinzip die ganzen Einspritzzeitpunkte ein, inklusive den Übergang zwischen Benzin und Gas. Na, jetzt machen wir alle Verbraucher aus. So, jetzt haben wir alle Verbraucher einmal aus und nochmal entern. Und jetzt versucht das wirklich nochmal im Leerlauf nachzustellen. Jetzt gerade hat er auf voller Last eingestellt und jetzt stellt er nochmal nach ohne Last. Na, wie gesagt, wir haben eine Drehzahl von 750, schön stabil. Ne, Temperatur von 65 Grad, Gastemperatur liegt bei 20 aktuell. Ne, und die Einspritzzeitpunkte sehen wir hier. Also wir laufen hier gerade mit Benzin und Gas. Ne, auf Gas gerade. Wir laufen jetzt gerade auf Gas so. Ne, und hier im Prinzip, das ist der Vergleich. So, jetzt testet der. Einstellung beendet, Datenübertragung läuft. Na, guck mal. So, das Steuergerät verhält sich so, wenn das Fahrzeug neu gestartet wurde. Hier sehen wir die Düsengröße ist in Ordnung in dem Fall. Eher an zu klein, aber das müsste trotzdem ausreichen, denke ich mal. Ich werde mich da aber nochmal beraten lassen. Und ja, Einstellung wurde korrekt beendet. Haben wir alles erledigt in dem Fall. Wir können jetzt nochmal in die Diagnose gehen. Haben hier keine Fehler drin. Jetzt können wir uns hier nochmal unter Anzeige die ganzen Werte jetzt einmal anzeigen lassen nochmal. Haben hier die Benzineinspritzung, Temperaturen, Batteriespannung und Kraftstoffbenzin. Und ich gebe jetzt mal ein bisschen, ich mache die Gasanlage jetzt an und dann seht ihr gleich, wie der hier einmal umspringt. So, jetzt seht ihr richtig schön, wie der jetzt die ganze Zeit auf Gas läuft. Und ich würde sagen, das war es jetzt auch eigentlich schon. Ja, das war es jetzt schon mit diesem Video. Grundeinstellung ist erledigt. Der nächste Schritt ist die Fahrt zum Gasumrüster, um die Anlage vernünftig fein einstellen zu lassen. Da habe ich keine Erfahrung, was das angeht, deswegen lasse ich das auf jeden Fall machen. Dazu wird es dann halt natürlich noch ein Video geben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr gerne was kommentieren würdet, mir einen Daumen hoch lasst, abonniert den Kanal, das würde mich besonders freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.